als vor 360 Millionen Jahren, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, der Quastenflosser das trübe Nass seiner frühzeitlichen Bracke verließ, hat er sich wahrscheinlich nicht viel dabei gedacht. Aber schon wenige Mutationen später wurde daraus der Mensch. So sind wir also bei der Theorie von Charles Darwin. Eine seiner Kernaussagen ist ja die, Affe und Mensch sind direkt miteinander verwandt. Das ist natürlich peinlich. Für den Affen. Aus dem Jahr 1932 von Eduard Künicke am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen. Seid ihr gespannt? Seid ihr wirklich gespannt? Nein, puncto Neugier sind wir alle verwandt. Kinder, das ist ein Land, Kinder, das ist ein Land. Innen liegt der Palmenhain und außenrum liegt der Strand. Jedes Tierchen hat dort sein Privatvisierchen. Damit ihr es wisst, will ich euch sagen, wie es dort ist. Am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen und schmeißen mit Bananen, wie es ihnen gerade gefällt. Sie haben ungern mit uns etwas zu schaffen und halten uns für Affen aus einer anderen Welt. Sie halten uns für dumm und schlecht und ihre Wut auf uns ist echt. Am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen und wer sie sieht, wird ahnen, der Darwin hatte recht. Sie halten uns für dumm und schlecht und ihre Wut auf uns ist echt. Am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen und wer sie sieht, wir warnen, der Darwin hat recht.